Marco Blanc. Die ruhmreichen Geschichten des Ritter Flunk. Flunk als Ritter, da sind wir aber gespannt. Vor langer, langer Zeit lebt einmal eine entzückende Prinzessin. Sie war so anmutig und liebreizend, dass alle jungen Ritter im Lande sie zur Frau haben wollten. Doch sie wusste einfach nicht, welchen Ritter sie zum Gemahl nehmen sollte. Also veranstaltete sie ein Turnier. Der Gewinner durfte sie heiraten. Ah, seht doch! Da sitzt unser Flunk als Ritter auf seinem edlen, Schaf? Du meine Güte! Du musst gegen den schwarzen Ritter kämpfen? Oh, die Fanfaren! Psst, es geht los! Meine sehr überlegte Taktik. Nicht schlecht. Gewonnen! Yeah. Das war ein überlegener Sieg, Ritter Flunk von Blunk. Schau nur, der Storch. Nun kannst du stolz vor die reizende Prinzessin treten, Ritter Flunk. Wo ist sie hin? Was ist denn das? Ritter Flunk, sieh doch mal nach. Oh nein! Der grausige, verfressene König Kroko von Thiel hat sie sich geschnappt. Sie braten. Herr Jemine, der böse König sperrt das zarte Prinzesschen in einen einsamen Turm. Die Ärmste. Es gibt nur einen Weg. Ritter Flunk, du musst sie retten. Doch wie soll Ritter Flunk nur in dieses finstere Königreich gelangen? Versuch's noch einmal, gute Fee. Boah, ein Drache. Danke für deine Hilfe, gute Fee. Und aufsitzen, Ritter Flunk. Währenddessen im finsteren Reich von König Vielfraß. Oh oh, König Vielfraß träumt schon von Schweinekruste. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. Ritter Flunk, da bist du ja. Nun wird es Zeit, die Prinzessin zu retten. Sonst ist alles verloren. Finde sie und eile ihr zu Hilfe. Ob du hier richtig bist? Das sieht auch nicht richtig aus hier oben, aber Spitzenaussicht. Tja, hier ist es auch schön, Ritter Flunk. Vielleicht sollst du gemeinsam mit der Prinzessin hierher zurückkommen,
nachdem du sie gefunden hast. Schau doch noch mal genau auf die Karte. Kartenlesen ist wohl nicht so deine Stärke, wa? Mensch, Flunk, das dunkle Reich von König Vielfraß liegt doch direkt nebenan. Na endlich, Ritter Blindflug. Das wurde aber auch höchste Zeit. Oh, Lady Grünzchen, schau. Ritter Flunk ist schon auf dem Weg zu dir, um dich gleich zu befreien. Los, Flunk! Schneller! Oh, das ist Flunk! Schneller! Schneller! Zieh hoch! Zieh hoch! Schneller, Flunk! Hab Geduld, Prinzessin! Hab Geduld! Ach, Flunk, du kommst ja gar nicht aus dem Quark. Du solltest besser trainieren. Was hat sie denn vor, die pfiffige Prinzessin? Huch, nanu. Ach, selbst ist das Schwein. Da fackelt die Schöne nicht lange und hilft sich selbst aus der Patsche. Geschafft. Potz, Blitz. Das war nicht leicht. Ist Ihnen schwindelig, junge Dame? Keineswegs. Ritter Flunk, wo zum Kuckuck bleibst du eigentlich? Da bist du ja. Aber war das mit der Rettung nicht irgendwie andersrum gedacht? Ja, mecker du nur, König Vielfraß. Trink du mal einen Kamillentee zur Beruhigung. Ach, herrlich. Der tapfere Ritter rettet die holde Maid. Naja, fast. Und wenn ihn nicht düselig wurde, dann fliegen sie noch heute ganz romantisch durch die Wolken. Das war witzig. Was für ein Abenteuer. Stimmt's, Krokodil? Flunk, du edler Draufgänger. Da hat wohl jemand nur Augen für dich. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Flunkeblunk. Klicke hier, um noch mehr spannende Flunkeblunk-Videos zu sehen. Und wenn du Flunkeblunk abonnieren möchtest, dann klicke hier.